Herzlich willkommen, liebe Zuseherinnen und Zuseher, da wieder aus meiner Küche. Heute gibt es gefüllte Puttenrouladen, so kleine Mini-Röllchen möchte ich machen. Und ich habe mir da schon Puttenschnitzel besorgt, wie die Maximarkt. Die habe ich schon ein bisschen geklopft und die werde ich jetzt einmal als erstes füllen. Also mal mit Salz und Pfeffer würzen. Weil dann kann man es auch schön füllen und einrollen, wenn man ein bisschen größeres Fleisch hat. So, und für meine Fülle mache ich das halt ein bisschen mediterran vielleicht, kommt man so. Ich habe da jetzt gemahlene Mandeln, ungefähr 60 Gramm. Tun wir da in die Schüssel rein und einen Löffel Semmelbrösel. Dann kommt natürlich auch Salz und Pfeffer rein. Dann habe ich Kräuter, Petersilie, ein bisschen Basilikum schneide ich rein. Das wird fein gehackt. Dann gebe ich die Kräuter da rein. Ich habe dann da noch so getrocknete Tomaten. Die gibt es eingelegt schon. Oder man macht sie das selber. Und die schneide ich mir jetzt auch ganz klein her. Die gebe ich jetzt da dazu. Zu meiner Mandel-Brösel-Mischung. Dann gebe ich noch ein bisschen geriebene Zitronenschale rein. Das ist eine Bio-Zitrone, die ich schon gewaschen habe. Ein kleines Löffel Honig. Und damit man diese Masse gut streichfähig ist, sage ich mal, oder dass so, sie sich bindet, nehme ich dieses Öl her von den Tomaten, die da eingelegt sind. Und da gebe ich aber so viel rein, dass ich es dann spüre, dass sie die Masse gut streichen lässt, aber natürlich auch nicht zu viel, nicht, dass sie ganz schwimmt in Öl. Und dann nehme ich da meine Schnitzel wieder her. Da habe ich einen Schinken. Belege mir die Schnitzel mit Schinken. Der ist sehr dünn geschnitten. Da kann ich drei Bladen nehmen. Und dann streiche ich mir diese Masse auf meine Schnitzel drauf. Drucke es ein bisschen an. Und dann werden sie eingerollt. Ich rolle das von der langen Seite ein. Wie wenn man einen Strudel machen würde. Und dann habe ich den Zahnstocher und fixiere diese Rouladen so alle 4 cm in etwa mit einem Zahnstocher. Und dann habe ich mein Messer. Ich schneide da zwischen die Zahnstocher durch und dann habe ich dann diese Rouladen. Ja, und in der Zwischenzeit erhitze ich mir da gleich mal in meiner Pfanne ein bisschen Öl. Ich habe jetzt da Rapsöl genommen, man kann da Olivenöl nehmen. Und dann werden diese Röllchen auf beiden Seiten jeweils ein paar Minuten schön anbraten, dass sie eine schöne Farbe haben. Ja, wunderbar. Ich könnte jetzt die Röllchen rausgeben in meine Auflaufform. Aber ich glaube, ich lasse es heute gleich drinnen in meiner Pfanne und gieße es mit ein bisschen Suppe auf. Und lasse in meiner Pfanne schmoren. In der Zwischenzeit mache ich mir die Beilage. Ich habe mir gedacht, ich mache heute ein geschmackiges Sommergemüse dazu. Da habe ich heurige Erdäpfel, die habe ich mir schon gekocht. Dann habe ich so Cocktailparadeiser, Kräuterseitlinge, ein wenig so Fisolen, so brate Zuckerschoten. Und da können wir jetzt ein gutes Gemüse machen. Ich gebe da jetzt wieder ein bisschen so Öl rein von meinen Tomaten. Ich finde es schade, wenn man das dann irgendwie weggibt. Das ist ja ganz was Hochwertiges. Dann tue ich mir die Erdäpfel zu halbieren, die schäle ich gar nicht. Ja, dann habe ich da eben diese Kräuterseitlinge. Die schneide ich mir ein bisschen her. Natürlich können Sie auch mal Champignon nehmen oder Eierschwammerl. Die Tomaten.
Tomaten, die schmeiße ich einfach so rein, also ganze. Immer schön, wenn man ein bisschen Farbenvielfalt zusammenbringt. Und meine Fisolen. Das Rest jetzt alles zusammen ein bisschen an, dass das noch ein wenig Farbe kriegt. Und gieße ein bisschen Suppe noch rein. Und das machen wir jetzt nur fertig und die Röllchen auch. Und da machen wir jetzt eine kurze Pause. Unser Rezept für die perfekte Küche ist kein Geheimnis, sondern der direkte Weg. Von der Planung, Produktion, Montage bis hin zum Service bekommen Sie bei uns alles aus einer Hand. Entdecken Sie das Breitschopf-Küchenzentrum mit all Ihren Sinnen. Breitschopf, der direkte Weg zu Ihrer Küche. Maxi-Fleisch, das heißt Top-Qualität für alle Fleischtiger. Wenn es ums Fleisch geht, ist nur beste Qualität aus Österreich gut genug. So kommen Fleischliebhaber garantiert auf ihre Kosten. Bestes Fleisch aus Österreich heißt Maxi-Fleisch. Exklusiv in Ihrem Maxi-Markt. Maxi-Markt ist entstanden. Schaut so ein Manager aus? So ein Aktivist? Und so eine Strategin? Ja, ja und nochmals ja. Für Oberösterreichs Land- und Forstwirtinnen sind Wirtschaftlichkeit, Klimaschutz und ein nachhaltiges Ernährungssystem kein Widerspruch. Was für uns alle dabei herausschaut, auf guteskommtzurück.at. Trachtenwichtelstube. Willkommen in der Trachtenwichtelstube. Erleben Sie die neuesten Modetrends auf 1000 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Kleider, Röcke, Lederhosen oder ein Trachtenanzug. Hier wird jeder fündig. Vom Dirndl bis zum Hochzeitsoutfit. Trachtenmode liegt immer im Trend. Die Trachtenwichtelstube in Eth bei Lambach. Ich habe da in diese Soße einen Esslöffel Maizena oder Stärkemehl noch mit einem Wasser angerührt und habe das ein bisschen eingekocht, damit ich eine leichte Bindung habe in der Soße. Also das war mir jetzt irgendwie noch wichtig. Und das Gemüse, das schaut auch wunderbar aus. Da gebe ich noch ein bisschen frisch gehackte Basilikum dazu und ein Hauchal geriebene Zitronenschale. Das macht es dann noch so frisch, das Ganze. Ja, dann brauchen wir nur mal anrichten. Da haben wir zuerst das Gemüse raus, glaube ich. Und den Erdapfel. Und dann haben wir das Fleisch. Und ein bisschen Saftal. Irgendwas Grünes fürs i-Tüpfel. So, Herr Friede, servus. Also, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht zu Hause, meine Damen und Herren. Damit begrüße ich Sie auch. Ich vergesse meistens zu Hause, die Zitrone drüber zu reiben. Ich habe es da liegen, die Zitrone, aber dann bin ich mit allen nicht fertig. Ah, die Zitrone gehört noch dazu. Ja. Ja, heute habe ich was aus der Wachau mitgenommen. Aha. Einen Rosé. Einen Rosé? Von blauen Zweigen, genau. Was macht das Typische für ein Rosé eigentlich aus? Naja, das Typische für ein Rosé ist, wenn man gut hinbringt. Und die Winzer des Jahres, da meine Wachau, die schaffen es einfach wirklich, die Eleganz vom Rotwein mit der Frische des Weißweins zu kombinieren. Okay. Das macht es aus, ja. Okay. Und das ist halt einfach, der Rosé ist insofern sehr dankbar. Du hast weniger Gerbstoffe, weniger Tannine. Mhm. Beim Rotwein ist es oft so, dass ein bisschen pelzig oder rau, wie dann er kräftig ist, das hat man da nicht. Frische, Eleganz, super, leichte Kirschgetöne drin, ein bisschen Cassis ist dabei. Mhm. Und einfach, wie gesagt, passt sich gut den Speisen an. Man könnte genauso einen kräftigen Weißwein geben. Mhm. Für die Rotweinliebhaber würde auch gehen, warum nicht, ein Zweigeld, vielleicht ein paar Fränkisch. Und ich habe auch gesagt, nein, nehmen wir mal ein Rosé zur Abwechslung. Ich bin schon gespannt. Und den probieren wir jetzt einfach. Gell? Praktisch mit dem Drehverschluss. Gut gekühlt. Ja, 6, 7, 8 Grad. Ja. So. Ich habe ihn gern mit 6 Grad im Kühlschrank, im Weinkühlschrank. Nimmt man raus und schenkt eins, dann geht 2, 3 Grad weniger und vor allem, es bleibt die Frische erhalten. Genau, so. Super.
ein Glas für dich. Dankeschön. Und dann riechen wir mal. Wie gesagt, ein bisschen Kirsche ist dabei, mhm, ein bisschen Brombeere, ein leichter Hauch Cassis. Mhm. Und einfach, das macht das Ganze aus von der Fruchtigkeit, von der eleganten, mhm, Frische. Okay. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Säure ist gut eingebunden. Ja, stört nicht, oder? Ja, nein, ist gut. Und kein Extrakt ist drauf. Genau. Und passt wunderbar zu dieser Speise. Ist ja allround eigentlich. Mhm. Gell? Und ja, ich habe das wieder ins Backen rein. Maxi.weinkeller@maximark.at. Und vielleicht steht das Backen bald für eure Tür. Ja, dann können wir nur wünschen, gutes Gelingen beim Nachmachen. Viel Freude mit dieser Speise und gute Gewinnchancen wünschen wir natürlich auch. Das Rezept finden Sie wie immer auf unserer Homepage tv1.at. Alles Liebe, bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.